wenigen Metern rechts abbiegen. Herr Professor, wie funktioniert denn so ein Navi? Na ja, am Anfang gibst du die Adresse und dann kannst du es auch mit deiner Stimme aktivieren. Ja, ja, das weiß ich auch, aber Sie haben da vorher von Modellen und so geredet. Aber wie funktioniert denn so ein Navi? Na, als Modellierer würde ich sagen, es gibt zwei verschiedene Abläufe für so einen Anwendungsfall. Anwendungsfall? Na, Anwendungsfall ist das, was in der Welt passiert und mit dem dein System, also das Navi, umgehen können soll, also unterstützen soll. Schau her. Nein, beim Fahren kann ich nicht schauen. Das Navi soll dir eine Route berechnen und daher ist Route berechnen ein Anwendungsfall. Und das wird mit der Ellipse dort dargestellt. In wenigen Metern nach links abbiegen. Mhm. Genau, die Stimme schon wieder. Das erinnert uns, dass es zwei verschiedene Interaktionsmöglichkeiten mit dem Navi gibt. Ja, ja. Na, ich brauch das eh meistens nicht. Ja, eh, meistens gibt's das ein. Und vielleicht manchmal benutzt auch die Stimme. Und daher sind es beides Spezialisierungen von Route berechnen, die mit als eigene Anwendungsfälle dargestellt werden, mit diesen Pfeilspitzen da oben. Ja, ja. Nein, ich schau sicher nicht hin. Weil sicher vorne ist wichtiger, Herr Professor. Aber Herr Professor, wie war's denn das Navi, wo das Audimax ist? Na ja, das Auflösen von Sonderzielen ist ein weiterer Anwendungsfall. Das heißt, für so bekannte Orte wie den Stephansdom oder das Audimax wird das Sonderziel aufgelöst. Aha. Schau her, das ist eine Erweiterung. Ja, sicher, ich schau aber nicht um. Nur wenn du ein Sonderziel eingibst und keine Adresse, muss das Navi das auflösen. Ja, ja, aber das weiß ich auch. Aber wie ist es, wenn nicht ich, sondern Sie das Ziel angeben? Na, dem Navi ist es vollkommen wurscht, wer das ansagt. Das kann irgendein User sein, der Taxler oder der Fahrgast. Dementsprechend wird für den generellen User die Route berechnet bzw. das Sonderziel aufgelöst. Mhm. Und Taxler und Fahrgast sind nur Spezialisierungen, die von User erben. Erben? Was habe ich denn geerbt? Na, kein Geld. Du erbst nur das generelle Verhalten vom User. Und das heißt, du kannst alles machen, was der User auch machen kann und vielleicht nur ein bisschen mehr. Aber gut, dass du mich erinnerst, weil auf die Generalisierung hätte ich es echt vergessen. Na, siehst du, wenn du mich nicht hättest, was? Na, stimmt. Für die Anwendungsfallmodellierung sind die Domänenexperten essentiell. Stimmt. In Wien sind halt die Taxler die Experten, was? So schaut's aus. Während der Fahrt haben sich der Taxler Manfred und ich über die Funktionalität eines Navis unterhalten. Das Ganze habe ich natürlich in einem Anwendungsfalldiagramm festgehalten. Das resultierende Anwendungsfalldiagramm wollen wir nun gemeinsam erörtern. Um die Anwendungsfälle unseres Navigationsgeräts zu modellieren, benötigen wir zuerst das Navi selbst. Das Navi wird durch seine Systemgrenzen als Rechteck hier dargestellt. Es handelt sich um das Navi. Mit diesem Navi interagieren die Nutzer, Nutzerinnen. Dementsprechend gibt es zumindest einen Nutzer, eine Nutzerin. In unserem Falle wäre das zunächst einmal der Taxler. Oder es könnte natürlich auch eine Taxlerin sein. Zentral für ein Navi ist es natürlich, Routen zu berechnen. Daher ist Route berechnen ein Anwendungsfall unseres Navis. Und dieses Route berechnen erzeugt einen Nutzen für den Taxler, für die Taxlerin. Daher stehen diese in Beziehung. Die Taxlerin interagiert auch mit dem Navi zum Route berechnen. Während der Fahrt fragt mich der Taxler ja auch, wie weiß denn das Navi, wo sich der Stephansdom oder das Audimax befindet? Dementsprechend gibt es einen weiteren Anwendungsfall, nämlich Sonderziele auflösen. Um eine Route zu berechnen, kann es ja unter Umständen notwendig sein, dass nicht die konkrete Adresse eingegeben wird, sondern ein Sonderziel aufgelöst werden muss. Daher kann Sonderziel auflösen ein Teil von Route berechnen sein. Nachdem das nicht aber jedes Mal sein muss, wenn eine Route berechnet wird, sondern nur, wenn eben ein Sonderziel eingegeben wird, so ist das optional. Das deutet auf eine sogenannte Extens-Beziehung zwischen Sonderziel und Route berechnen hin und das Sonderziel auflösen erweitert Route berechnen. Daher geht der Pfeil von Sonderziel auflösen zu Route berechnen und es handelt sich eben um eine sogenannte Extens-Beziehung.
Natürlich muss bei Sonderzielen auflösen das Ganze auch einen Nutzen erzeugen, wieder für unsere Taxlerin, die mit Sonderziel auflösen interagiert. Dementsprechend muss es auch eine Beziehung zwischen der Taxlerin und Sonderziel auflösen geben. Während unserer Fahrt stellen wir fest, dass das Routeberechnen eigentlich über zwei verschiedene Arten ausgelöst werden kann und der User, Userin auf unterschiedliche Arten mit dem System interagiert. Nämlich, man kann die Route berechnen aufgrund einer Tastatureingabe oder man kann das auch mit der Sprachsteuerung machen, das heißt Route nach Spracheingabe berechnen. Das sind beides Sonderformen von Route berechnen. Dementsprechend können wir hier Sonderform, Spezialisierungen, eine Generalisierungsbeziehung einführen, nämlich mit dem Super-Anwendungsfall Route berechnen und den Sub-Anwendungsfällen Route nach Tastatureingabe berechnen und Route nach Spracheingabe berechnen. In diesem Falle könnten wir auch den Anwendungsfall Route berechnen als abstrakt deklarieren, weil der ja selbst nicht ausgeführt werden kann, sondern es muss immer eine der beiden Subformen genutzt werden. Während unserer Fahrt stellen wir dann ja fest, dass es dem Navi vollkommen egal ist, wer denn das Navi bedient. Das könnte der Taxler sein, aber auch ein Fahrgast. Dementsprechend könnte man jetzt hergehen und sagen, nein, dieser Akteur, diese Akteurin ist hier gekennzeichnet einfach als Userin und von der gibt es zwei Spezialformen, nämlich den Taxler und den Fahrgast. Und diese Spezialformen werden jetzt durch eine Generalisierungsbeziehung dargestellt zwischen Akteuren. Wir sagen, ein Taxler ist ein Spezialfall von einer Userin und ein Fahrgast ist ein Spezialfall von einer Userin. Dementsprechend kann sowohl der Taxler eine Route berechnen, Sonderziele auflösen, aber auch der Fahrgast kann Route berechnen und Sonderziele auflösen. Man könnte sich wieder überlegen, ob Userin in diesem Falle dann auch abstrakt sein sollte. In diesem Beispiel haben wir es zur Veranschaulichung genutzt, dass es auch Generalisierungsbeziehungen zwischen Akteurinnen geben kann. Man würde das aber nicht explizit modellieren, wenn dies alle Anwendungsfälle wären. Denn Taxler oder Fahrgast stehen für sich selbst mit keinem einzigen Anwendungsfall in Beziehung. Daher würde die Userin, also nicht abstrakt, vollkommen ausreichen. Das heißt, ich würde diese Subformen nur einführen, wenn diese explizit auch zumindest an einem Anwendungsfall beteiligt sind. Stell das nur kurz dar, kommt während der Fahrt natürlich nicht vor. Wir haben ein Advanced Navi, sage ich jetzt einmal, über dieses können wir auch die Bezahlung durchführen. Dann hätten wir Bezahlen als weiteren Anwendungsfall und diese Bezahlung wird durchgeführt sowohl vom Fahrgast als auch vom Taxler. Und dementsprechend steht Bezahlen mit beiden in Beziehung. Das heißt, wir könnten jetzt nicht sagen, es sind einfach zwei Userinnen involviert. Nein, es muss ja immer der Fahrgast beim Taxler bezahlen und dementsprechend bei Bezahlen zwei Akteure, explizit ein Fahrgast und ein Taxler. Dieses Anwendungsfalldiagramm entspricht nun der Funktionalität eines Navis, wie wir es während der Fahrt kennengelernt haben, erweitert um die für ein Navi nicht eigentümliche Funktionalität eines Bezahlsystems.